Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Rising World. Ich habe jetzt gerade mal nachgelesen, wie man Setzlinge bekommt. Und ich gehe schon wieder. Dieser verwirrte Mensch, wirklich. Nachgelesen, wie man Setzlinge bekommt. Und man bekommt die nur mit der Sichel. Also brauchen wir einen Stock und eine Eisenbahn. Und aus diesen können wir dann auch schon eine Sichel machen. Und mit der Sichel bekommt man dann Setzlinge von den einzelnen Pflanzen. Das möchte ich gerne mitnehmen, vorsichtshalber, falls was passiert. Ich denke aber nicht, dass der so stark ist, dass der was bringt, aber wir nehmen trotzdem mal mit. Ja, die Bäumchen hier, die wachsen und gedeihen. Und da ich ja heute sowieso vorhatte, ein bisschen auf Reisen zu gehen, da wir auch noch bisschen gucken wollen, was hier in der Welt so existiert und wie es hier so ein bisschen ausgeht, sieht in der Umgebung, habe ich gedacht, wir gehen heute mal auf Reisen. Und das Holz nehmen wir gleich mal mit. Wir wollen jetzt hier nicht unbedingt großartig Holz sammeln und hast nicht gesehen. Einfach nur ein bisschen rumgehen und gucken, was hier die Landschaft so bietet. Nebenbei ein paar Pflanzen mitnehmen. Und ja, kann man auch das hier. Baumwollsetzling. Das finde ich gut. Kürbis nehmen wir natürlich auch mit. Kann man Kürbis auch anpflanzen? Müssen wir mal testen. Warum hakt das denn hier so ein bisschen? Also Performance ist halt nicht so, ne? Naja. Kriegen wir schon hin. Was haben wir denn hier? Ist das ein Kirschbaum? Das ist ein Kirschbaum. Also den muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich will einen Kirschbaum haben. Und es. Alter. Ach so, stimmt, ich renne da im Hintergrund wie. Das könnte das Problem sein. Aber es müsste auch gleich durch sein. Deswegen verzeiht mir das kurz. Es ist gleich vorbei. Kopfsalat, okay. Das ist gleich vorbei und dann sollte es auch nicht mehr so stark ruckeln. Jetzt komm her, du Setzling. So. Hier haben wir nochmal eine Wasserstelle. Trinken könnten wir eigentlich auch einen Schluck. So, da haben wir nämlich was getrunken. Wie sieht denn unsere Feldflasche aus? Ist die voll? Die ist voll, aber wir machen sie nochmal. Machen nochmal ein bisschen was da rein. Was ist das denn da hinten? Das ist. Hier sind wieder Schafe. Das Schaf da oder? Ne, da steht. Das hat so ausgesehen, als ob die liegen. Hier sind noch. Achso, Karotten, ja. Man sollte die mit der Sichel aufnehmen. Tomatenpflanze. Tomatenkeimling. Auch schön. Karotte und Karottensetz. Ah, okay. Man kriegt also trotzdem die. Wieder flüssig, alles klar. Hat nämlich gerade fertig gerendert. Man kriegt trotzdem eine Karotte und nicht nur den Setzling, wie ich gedacht habe. Hier sind noch Äpfel. Nehmen wir auch mal mit. Essen schadet nie, vor allem wenn wir jetzt auf Reisen gehen. Ich habe nämlich nichts mitgenommen. Was haben wir denn hier hinten noch so Schönes? Ja, gut, rennen sollten wir jetzt nicht, da verbrauchen wir viel zu viel Energie. Mein Mikrofonarm hängt nur alles im Weg, um zu gucken, was, ob ich trinken und essen habe. Aber es macht nichts, das kriegen wir schon hin. So. Mais haben wir auch. Den Baum will ich auch nochmal. Da will ich auch nochmal ein paar Setzlinge von haben. Was ist das denn hier für ein Busch? Hallo, guten Tag.
Okay, da kriegen wir nichts. Ich habe gedacht, da kriegen wir was. Was ist das da hinten für eine Pflanze? Gehen wir gleich gucken. Wenn wir es nicht vergessen. Wahrscheinlich nur irgendwelche Blumen. Die ich momentan nicht brauche und auch nichts mit anzufangen weiß. Sind das Chilis? Tatsache. Was es hier alles gibt. Ich habe allerdings nicht nachgeguckt, ob man kochen kann und wie man kochen kann. Das habe ich jetzt leider nicht gemacht. Das sollte ja kein Problem sein. Was ist das hier? Auch nichts. Kann man hier aus den Fahnen was rauskriegen? Auch nicht. Hanfblätter. Die brauchen wir für ich glaube, was waren das jetzt? Stoffe und Papier oder irgendwie sowas. So, jetzt nehmen wir den hiervon noch einen Setzling mit. Ich weiß gar nicht, was das für ein Baum ist. Müssen wir gleich mal gucken. Ich kenne mich mit Pflanzen und Bäumen nicht so aus. Und der hat einen ziemlich tiefen Stamm. Abknickpunkt. Was weiß ich. Zack. Ach, Pappel, okay. Packen wir den noch nicht noch klein. Ich will mich mal zumindest einen Setzling mitnehmen. Der gibt ganz schön viel Holz. Vier? Das ist jetzt vier? Waren das echt nur vier? Kirsch? Sieben. Sieben, das ist gut. Also, Pappel ist effektiv, würde ich mal sagen. Wird sich wahrscheinlich im Wachstum negativ auswirken, dass er länger zu wachsen braucht. Nehme ich mal an. Wobei, wobei die Äpfelbäume, die wir gepflanzt haben, auch schon extrem Zuckerrüben. Extrem lange wachsen. Und jetzt gerade mal extrem klein sind. Hier ist noch eine Höhle. In Höhlen müssen wir auch mal gehen. Wir haben bei unserer künstlichen Höhle, die wir da zum Steine sammeln hergestellt, also gebaut haben sozusagen, haben wir auch eine Höhle gefunden. Und sind zwar mal abgelaufen, aber haben leider nichts auf die ersten Meter gefunden. Da wollten wir auch noch mal reingehen und gucken, was wir da finden, ne? Und ob wir da überhaupt was finden. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass wir uns da verlaufen. Da unten ist extrem hell. Das kann nur... Alter, fall da bloß nicht rein. Das kann auch nur ein Lichtbug sein. Das war immer noch nichts, ne? Ja. Vielleicht kriegt man ja irgendwann da was raus. Wir dürfen uns nicht verlaufen. Wir hätten uns einen Kompass oder so machen sollen. Karte kann man noch nicht machen, glaube ich. Da braucht man Geld für. Geld. Vor allem Geld. Gold. Man kann ja einfach mal so einen Shop aufmachen, wo er dann Sachen verkaufen, um Geld zu bekommen. Was ist denn da? Was ist das da hinten? Ist das ein Esel oder ein Pferd? Eins von beiden müsste das sein. Was war das denn? Nee, das ist ein Hirsch. Ich habe das Geweih nicht gesehen. Nehmen wir das auch nochmal mit. Können wir nämlich anpflanzen. Gut, wir haben zwar Schafe in der Nähe, aber sicher ist sicher. Und einen Rucksack hätte ich auch gern, ganz gerne, aber es gibt leider keine Rucksäcke, ne? Was haben wir denn hier noch? Kartoffeln noch mehr? Also Setzlinge für Essen brauchen wir auf jeden Fall. Damit wir nicht verhungern. Uns mal Sachen selber anbauen können. Hier sind wieder Kirschen. Die muss ich wieder mitnehmen. So, komm her. Den Setzling nehme ich auch noch mit. Bei Kirschen. Ey, Kirschbaum. Kirschbaumallee. Das ist doch mal eine gute Idee, so eine Art Kirschbaumallee machen. So, nehmen wir das alles mit hier, komm. Du auch noch und du. Leider wieder nur ein Setzling. Manchmal hat man Glück und kriegt zwei Stück raus. Das ist aber auch sehr interessant gespawnt. Oder generiert. Da hinten sind noch mehr, aber die bewegen sich. Ist das ein Elch? Und die haben... Ich glaube, die haben die gleiche Animation.
Also im gleichen Rhythmus. Geh mal. Jetzt haben wir Fledermaus. Ich will die jetzt nicht verscheuchen. Da ist eine Ratte. Huch! Ich wollte die jetzt nicht töten, ich wollte eigentlich hier vorhauen. Inventar. Körper verstecken. Kann man. Ist, das ist jetzt einfach nur so ein Hütchen, ne? Manchmal hat man Glück, man findet hier so eine Art Hütte. Kann sich ja ausruhen. Ist auch ganz nett. Manchmal hat man Glück und und findet hier Truhen, wo Sachen drin versteckt sind. Aber hier leider nichts. Komm, wir gehen mal hier hinten weiter. Hier haben wir wieder Kartoffeln. Ja, genau. Wir gehen mal hier hinten weiter. Wir müssen da hinten müssen wir hin. Wir müssen uns nur merken, wo wir lang gehen, weil anders wäre schlecht. Hab ich hier was übersehen? Ne. Alter. Hier haben wir noch Kartoffeln. Sind die scheu? Rennen die weg? Oder greifen die sogar an? Ja, das ist cool. Ja. Das ist schön. Die rennen auch nicht weg, das ist gut. Und aber wir rennen vor denen weg. Das ist. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Also sorry, aber ich weiß genau, was passiert, wenn wir uns mit dem anlegen. Wir sterben. Und da hilft unser kleiner Holzknüppel übrigens auch nichts. Gehen wir mal hier oben lang. Baden wollte ich jetzt nicht, aber ist egal. Ja, komm, Baumwolle brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gehen wir mal hier oben lang. Gehen wir mal hier unten lang. Warum sind denn hier überall Bären? Das gibt's doch nicht. Zwei aufeinander. Zwei Bären aufeinander, Alter. Das ist mies. Stell dir mal vor, du rennst vor dem einen Bären weg und rennst da hoch und rennst dem anderen voll in die Klauen. Das wäre mies. Huch. Immer diese Lecks, das ist ja. Drei Karottensetzlinge. Da hinten ist eine Höhle. Und wir haben jetzt sowieso. Also haben wir eine Fackel dabei? Müssen wir gleich mal gucken. Ansonsten machen wir uns schnell eine. Holz haben wir dabei. Mäh. Ja. Mir zu dunkel. So, mal hier. Wieder Äpfel. Ja, geil. Apropos Apfel, ne? Und unser Inventar ist auch fast voll, deswegen lohnt es sich schon wieder fast gar nicht weiterzugehen. Gehen wir mal zurück. Und laden uns mal aus. Kartoffeln, ja gut, haben wir jetzt auch genug Setzlinge. Hier ist noch ein Apfelbaum. Ach komm, einer geht noch. Als Rind. Es gibt auch wieder Leben.
Zack. Ja. Hier ist noch ein Kirschbaum. Dann nehmen wir jetzt aber nur die Kirschen mit. Den lassen wir mal stehen. Und jetzt müssen wir irgendwann gucken. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo es wieder lang geht. Ich glaube, da hinten. Hier hinten müssen wir lang. Alles einfach mitnehmen. Das ist doch gar kein Problem. Ja, ist doch gut. Mitten in der Nacht, schreit doch nicht hier so rum. Ist das Kohle? Kohle wäre gut. Gut, ich habe jetzt auch gelesen, man kann normales Holz in die... Herrgott im Himmel! Alter! Sag mal, aber dir geht's sonst noch gut, ne? Alter! Einen halben Herzinfarkt gekriegt! Boah! Siehst du nicht, aber Garken auf einmal hier rum. Kann man die zähmen? Ich will Tiere zähmen. Ich will die mit nach Hause nehmen. Kann ihnen auch keinen Apfel geben oder so, ne? Ja. Nimm. Anderes Obst. Kartoffel. Hier, willst du eine Kartoffel haben? Willst du nicht? Hm. Schade. Zucker rüber. Auch nicht. Ja, dann halt nicht. Eigentlich wollte ich jetzt die Kohle abbauen, aber lassen wir erstmal da. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir können ja auch Holz nehmen. Wir haben ja genug Palmen da hinten, die wir verbrennen können, um Holz zu bekommen und die in den Ofen zu schmeißen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass hier irgendwann mal Banditen auftauchen und mich wegschnetzeln. Das wäre nämlich nicht so gut. Zwischendurch was trinken. Da hinten sind Schweinchen. Das sieht auch wieder wie eine Höhle aus. Wie so ein Höhleneingang. Ach du. Großer Gott. Ja, gut, jetzt. Das war jetzt blöd, hier die Sensen auszutauschen. Kartoffel, okay. Aber keine Kartoffel bekommen. Macht auch nichts. Ist ja nicht schlimm. Inventar ist voll, aha. Gut, da aus dem Melonen kriegen wir nicht raus. Keine Setzlinge raus. Einfach mal testen. Gut, das Inventar ist jetzt sowieso voll, dann kann man jetzt auch geradewegs nach Hause gehen. Sieht auf jeden Fall richtig aus. Da oben ist Silber. Da ist Kohle. Hier könnten wir richtig sein. Was ist das denn? Zuckerrübe. Aber ich habe, glaube ich, keinen Platz mehr dafür. Das ist der Strand, das ist gut. Und da hinten haben wir... Ja, da hinten sind die drei Bäume. Hier sind wir richtig. Gehen wir jetzt mal kurz eine Runde knacken. Laden uns Inventar aus und gehen dann mal, würde ich sagen, in die andere Richtung. Ich habe jetzt natürlich auch nicht nachgeguckt, wie man Schwefel bekommt und, oh Gott. Ich habe es mir gedacht. Ich habe das Fleisch vergessen und wir waren auf Reisen. Oh nein. Wie ärgerlich. Ich habe es vergessen. Och, verflucht.
Ich habe gerade den Smoker gesehen und gedacht, du hast vergessen, ihn auszumachen. Ach, Mann. Wir können das eigentlich auch. Vier Stacks ist blöd. Machen wir das lieber so. Ja, Äpfel. Jetzt habe ich genug Äpfel. Ey, das ist ja. Sagte er und hungerte. Schmeiß haben wir hier. Äpfel haben wir hier noch. Machst du da noch hin? Inventar sortieren ist auch immer ganz schön. Kopfsalat haben wir hier noch. Hanfblätter und Hanfsetzlinge. Wir machen die hier hin noch. Chili haben wir jetzt auch noch bekommen. Kirschen haben wir auch noch bekommen. Tomaten haben wir auch wieder bekommen. Ich habe das Gefühl, wir haben zu wenig Platz. Wir müssen das immer. Wir müssen jetzt erstmal überlegen, wie wir das anstellen. Mit der Sortiererei hier. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir das erstmal hier so. Das machen wir so. Das machen wir hier so. Ach. Zu 13 lassen die sich sogar stacken. Oder noch mehr sogar. Weiß ich nicht. Äpfel halt nur bis 8. Kopfsalat, hier sind Tomaten noch, Kartoffeln, was ist das hier? Setzlinge. Und die Setzlinge machen wir auf die andere Seite. Das sind auch noch Setzlinge, das sind Chilis hier. Chilis hier, bitteschön. Das ist so hier. Kirschen haben wir auch noch. Machen wir so. Baumwollsetzlinge, das sind Setzlinge. Setzlinge, 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 alles Setzlinge. Ah, hier sind noch Kirschen. Zu 16, auch gut. Dann werden Karotten wahrscheinlich auch bis 16 gehen und wir haben hier noch eine Zuckerrübe. Das passt doch. So, jetzt machen wir das auf der anderen Seite hier die ganzen Setzlinge hin. Das ist, glaube ich, egal, wie wir das machen. Das ist einfach hier reinhauen. So. Hier haben wir noch Holz. Holz. Machen wir hier hin. Und das machen wir noch hier rein. Und dann sind wir auch schon wieder leer und können eine Runde schlafen gehen. Ja, Schwefel. Schwefel. Krähe, Alter. Die Bäume sind gewachsen. Wie toll. Können wir gleich fällen und dann neue machen. Machen wir jetzt nicht. Ich wollte ja mal ein paar Setzlinge setzen schon. Dann können die schon mal wachsen. Baumwolle brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Karottensetzling. Davon haben wir nicht so viele. Zuckerrüben haben wir jetzt auch nicht so viele. Mais glaube ich auch nicht, bin ich mir nicht sicher. Weide und Kirsche, das sind die ganzen Bäume hier. Tomaten, Baumwolle, Karotten, Kartoffel und Hanf. Ja komm, setzen wir die erstmal, die wir haben. Und die Äpfelbäume sind gewachsen. Wie toll. Finde ich gut. Und da hinten sind auch Karotten. Jetzt müssen wir erstmal hier das Inventar kurz freiräumen. So. Machen wir das. Oh. So.
Das alles so richtig ist, weiß ich nicht, aber wird schon passen. Ja, waren jetzt nicht viele. Beziehungsweise nimmt jetzt nicht viel Platz ein, sagen wir so. Das Feld wird erstmal ein bisschen reichen, habe ich das Gefühl. So, jetzt gehen wir mal eine Runde weiter. Wir müssen nämlich noch Schwefel finden. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Wirklich keine Ahnung. Und wo man es finden könnte, weiß ich auch nicht. Deswegen gehen wir einfach mal eine Runde weiter hier. Setzlinge und Essen brauchen wir jetzt erstmal wieder nicht. Also keine Setzlinge zumindest. Wenn wir wieder auf dem Weg ein bisschen Essen einsammeln. Da ich ja jetzt wieder nichts mitgenommen habe. Ist auch nicht so schlimm. Außer rohes Fleisch, das kann man jetzt nicht unbedingt verzehren. Das müsste man erstmal braten. Komm, hier ein paar Tomaten nehmen wir noch mit. Da hinten ist ein Pferd. Da bräuchte man einen Sattel für. Für einen Sattel bräuchte man Leder, glaube ich. Und für Leder müssten wir Kühe schlachten. Oder Rehe oder irgendwie sowas. Ist das Eisen? Was man hier alles findet. Das müsste... Au. Ja, gut, ihr zwei, ihr habt... Ja. Kommt doch mal hier runter. Ja, lauft, ja, habt ihr recht. Also, wahrscheinlich sieht das bei mir genauso aus. Komme ich da hoch? Ich komme da niemals hoch. Anscheinend doch. Ich habe nichts gesagt. Spider-Pferde. Ich bin Spider-Mensch. Das ist auch wieder. Wie sieht Schwefel aus? Ist Schwefel hier auch gelb? Oder gelblich? Hier gehen drei Höhlen rein. Das ist perfekt. Kommst, gehst in die erste Höhle rein, kommst aus der zweiten Höhle raus, gehst in die dritte Höhle wieder rein. Und kommst nie wieder raus. Wahrscheinlich so. Ja, das ist auch ziemlich hoch. Also müssen wir Leder mitnehmen, wenn wir Leder finden. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt toll ist. Aber hey, es ist für einen guten Zweck. Also Kühe und Rehe und sowas. Da kriegen wir das Zeug her. Das ist wieder Wolfram. Aluminium. Kuh, von dir habe ich gesprochen. Wie wär's? Ich biete dir einen Deal an. Du gibst mir freiwillig dein Leder. Oh, die lebt ja noch. Inventar. Oh, das tut mir jetzt... Kommt her. Ich möchte euch nichts tun. Ich brauche aber... Euer... Leder. Ich weiß zwar nicht wie viel. Ich lasse euch mal liegen. Hallo. Ja. Machen wir auch ein bisschen Fleisch. Ein paar Kartoffeln dazu. Perfekt. Steak und Kartoffeln. Bratkartoffeln oder so. Das wäre jetzt geil. Komm, wir verstecken die. Das ist... Das muss hier nicht sein, dass sie hier rumliegen. Die da hinten lebt. Wollen wir hier? Ach, hier war die eine. Und da hinten war noch eine. Ja, ich weiß jetzt übrigens auch, wie man das Leder herstellt. Das trocknet nicht. Ich habe das mal alleine getestet, wie man Leder herstellt. Und habe das einfach nur auf diesen komischen Stuhl gemacht, ohne es weiter zu bearbeiten. Man muss ein Jagdmesser dafür benutzen. Und es sozusagen abschaben. Das wusste ich aber am Anfang auch noch nicht.
und habe dann da gesessen und gewartet und gewartet und gewartet. Hab das dann mal wieder abgenommen, wieder drauf gemacht und wieder gewartet. Bis ich dann verstanden habe, beziehungsweise bis ich dann mal nachgeguckt habe und gelesen habe, man braucht ein Jagdmesser dafür und muss diese, muss es abkratzen oder so. Ja, hier gibt's Döner. Döner macht schöner. Was haben wir da hinten? Da hinten sehe ich irgendwas, irgendwas Steinmäßiges. Ist auch einfach nur Stein, ne? Ist jetzt nichts Besonderes. Nee. Sieht jetzt auf jeden Fall nicht besonders aus. Hört sich auch nicht besonders an. Hört sich an wie Stein. Man sollte das vielleicht nicht mit einer Axt machen. Im echten Leben würde die kaputt gehen. Aber wie schön. Hier ist noch eine Melone. Was ist das denn überhaupt? Brennnessel oder Tee oder ich weiß es nicht. Noch mehr Palmen. Hier hinten, ja. Ziemlich leer. Renn mal ein bisschen. Ist ja noch früh am Tag. Mega Ruckler. Mein Sprachzentrum ruckelt auch schon. Muss man am Berg suchen, um das zu finden? Oder kann man das auch einfach so in der Natur finden? Oder kann man es in der Natur gar nicht finden? Man muss dafür in Höhlen gehen. Also Schwefel ist schon... Ja, ich habe mir das Bein gebrochen. Bin fast tot. Und komme wahrscheinlich jetzt nicht mehr hoch ohne... Das ist blöd. Ich wollte noch zurückgehen und bin runtergerutscht. Kirschen. Ziehen wir uns erstmal ein paar Kirschen rein. Das macht jetzt nicht unbedingt sehr viel Leben, aber... Zumindest wieder ein bisschen und dann buddeln wir uns nach oben. Und ich würde sagen, damit ist, da, ist die Reise dann beendet. Wir gehen nach Hause. Kartoffel ist ganz gut. Ein bisschen mehr Leben. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Farbe. Wir ziehen uns jetzt einfach alles rein, was wir haben. Damit wir ein bisschen Leben generieren. Eieiei. Na, Tomate macht jetzt auch nicht wieder nicht sehr viel Leben. Karotte wahrscheinlich auch nicht. Oh, Karotte. Karotte ist gut. Was ist das hier? Karottenkeimling. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, ich weiß, du hast Schmerzen. Ich weiß. Wir buddeln uns jetzt nach oben und dann ist alles gut. Ja, ich würde sagen, der Heimweg wird jetzt ein bisschen länger dauern. Rennen kann ich auch nicht mehr. Ah, blöd, dass wir da runtergerutscht sind. Das ist nicht gut. Das ist das Karma wegen den Kühen, weißt du? Das war ein Karma, dass wir drei Kühe ermordet haben. Kannst mir nichts anderes erzählen. Hier kann man Kirschjoghurt machen, bestimmt.
Ja, dann gehen wir jetzt erstmal nach Hause und machen uns so eine Beinschiene. Für mal Bandagen, also Bandagen brauchen. Und dieses Garn. Ich hoffe, wir haben davon noch welches. Oder haben wir das? Ne, das haben wir alles in Stoffen. Oder braucht man für Bandagen Stoff? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Gehen wir mal ganz langsam nach Hause. Wir müssen ungefähr da hinten hin, bei dem Berg. Ja, das war schon mal ein erfolgreicher Ausflug. Jetzt nicht wegen Schwefel, aber wir haben jetzt schon mal ein gebrochenes Bein. Das zeigt, dass wir ein bisschen Abenteuerfreude hatten. Oder Pech. Ja, ich würde sagen, da das hier noch ein bisschen dauern könnte, bis ich zu Hause bin, verabschiede ich mich schon mal. Danke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne bewerten. Und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein und ciao.